Ei Gude und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial, Videoguide, whatever zu Valheim. Heute geht's dem Schmelzofen und dem Kohlemeiler an den Kragen. Also wir brauchen, um jetzt im Prinzip Bronze herstellen zu können, oder beziehungsweise das Kupfer und das Zinn, was wir aus dem Dunkelwald beischleppen, brauchen wir den Kohlemeiler, um quasi Kohle herzustellen, und wir brauchen den Schmelzofen, um das Erz einfach weiter zu verarbeiten. So, und um den Schmelzofen, den Kohlemeiler zu bauen, braucht man hier unten 20 Steine. Das ist bei beiden gleich. 5 Suttlingkerne und eine Werkbank. So, eigentlich alles total easy, aber wo kriegt ihr die Suttlingkerne her? Die Suttlingkerne bekommt ihr, sobald ihr in den Dunkelwald kommt. Ja, also vom Auenwald in den Schwarzwald, Dunkelwald, wie auch immer er sich mit einem der nächsten Patche dann betitelt. Und da müsst ihr Dungeons suchen, das sind Grabkammern. So, und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch, indem ich jetzt mal fix, ganz toll, zur Grabkammer laufe. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon an der Grabkammer angekommen. Also ist hier oben auf der Karte. Ich hatte es markiert, da war ein Dungeon, beziehungsweise eine Grabkammer. Sieht so aus, ist irgendwo in die Erde eingelassen, dass ihr da runtergehen könnt in die Gruft oder in die Grabkammer. Dann gehen wir jetzt einfach da mal fix rein. Und da müsst ihr im Prinzip euch hier erforschen. Passt auf, es sind sehr enge Gänge. Also entweder guckt ihr immer, dass ihr immer fleißig am Wegrennen seid und am Schießen. Meisten Gegner hier sind die Skelette. Da müsst ihr also schon aufpassen. Ich muss mal hier kurz umbauen. Nehm mal die Fackel in die Hand. So, also im Prinzip hier. Es gibt gelbe Pilze. Die braucht ihr, beziehungsweise damit könnt ihr die Ausdauer hoch pinnen hier unten. Ich schluck mal ein und zack, geht es dann nochmal hoch. So, im Prinzip Grabkammern aufräumen. Ich habe die hier jetzt im Vorfeld schon mal leer geräumt, damit ich hier nicht so viel Zeit verschwende. Sehen so aus. Also klein und knuffig, kriegt man ein bisschen Platzangst. So, und dann sind hier irgendwo auf so einem kleinen... Auf so einer kleinen Halterung sind die Suttlingkerne. So, von denen braucht ihr 5 Stück für die Schmiede und 5 Stück, beziehungsweise für den Schmelzofen und 5 Stück für die Kohlegedöns da, Kohleofen. So, wenn ihr die hier aufgenommen habt, findet ihr meistens hier auch noch ein paar Rubine. Für die habe ich allerdings noch kein Rezept gefunden. Was schmeißen wir jetzt weg? Da, die Steine brauchen wir nicht. So, dafür nehmen wir die Rubine mit. Und die Kerne. Passt auf, wenn ihr da unterwegs seid und die Kerne einsackt, die haben schon ein durchaus ordentliches Gewicht, also nicht voll bepackt hier in Dungeon rennen. Und wenn ihr schon mal in so einer Grabkammer seid, guckt hier den Stein an. Also da werdet ihr den Wegweiser zum Uralten finden. Das bedeutet, hier oben, uiuiui, ist das weit weg, ist im Prinzip der zweite Weltboss, beziehungsweise der zweite Boss nach Eiktür, den ich besiegen muss. So, da Wegweiser. So, nachdem wir jetzt die Suttlingkerne haben, zumindest mal 5 Stück, gehe ich noch fix in einem anderen Dungeon die anderen 5 besorgen, und dann sehen wir uns gleich wieder an meinem Häuschen zum Bauen des Schmelzofens und des Kohlemeilers. Bis gleich! So, willkommen zurück. Wieder hier an meinem kleinen Hütchen unterwegs. Jetzt zurück. Hier im Übrigen, die Bäumchen, die ich für mein Flugtutorial gepflanzt habe, nun stehen sie da, wie eine 1. Jetzt kann ich hier direkt Holz abbauen. So, aber wir wollen uns hier nicht mit Holz und nicht mit Bäumchen beschäftigen. Wir wollen den Schmelzofen bauen. Schmelzofen, ganz großes Teil, müsst ihr gucken, dass genügend Platz ist. Und zwar hier an der Seite, das rechteckige, das ist der Kohleeinschub. Und das hier auf der linken Seite ist der Eisen- oder Erzeinschub. Und hier vorne, bei dem runden Teil, bei dem Teil vorne kommt es raus. So. Heißt, ihr braucht genügend Platz, um von links und rechts dran zu kommen. Ja. Deshalb stelle ich das Ding jetzt mal so hin. Und dann brauchen wir noch den Schmelzofen. Auch da müsst ihr hier vorne dran können, weil da nämlich das Holz reinkommt und die Kohle rauskommt. So. Heißt, ich baue das jetzt hier in die Ecke. Alles groß. So, und somit haben wir jetzt unsere Schmelze gebaut und unseren Kohleofen. Bedeutet, ich schmeiße jetzt hier Holz rein. Oh, ich habe nur noch ein Holz.
dann gehe ich mal hier um die Ecke und hol mal schnell ein bisschen Erz raus. Wo habe ich es versteckt? Da habe ich es versteckt. Einmal Kupfer. Einmal Zinn. So, habe ich hier noch ein bisschen Holz? Nein, habe ich nicht. Oh, und genau, aufpassen. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwer. Und ganz so viel braucht man natürlich nicht. Wir brauchen das Verhältnis 1 zu 2. Das heißt, um ein Bronze herzustellen, brauche ich einen Zinn und zwei Kupfer. Und dann passt das. So, und ich brauche genau für einen Schmelzvorgang brauche ich eine Kohle. Das heißt, ich schmeiße dem jetzt hier die Erze rein. Da kann ich ihm reinschmeißen, was ich da habe. Das ist vollkommen egal. Also ich kann Kupfer, Zinn und was auch immer mischen. Dann kommt die Kohle hier auf der Seite rein. Und dann fängt die Schmelze auch schon an. So, jetzt brauche ich gleich noch ein bisschen Holz. Na gut, den holen wir nachher, den brauche ich jetzt gerade nicht. So, aber wir müssen jetzt den Kohleofen wieder bestücken, den Kohlemeiler. Daher als mal rein mit dem. So, da kommen schon wieder die Gegner. So, und somit haben wir hier unsere erste Kupferplatte aufgebaut oder geschmolzen. Das war's auch schon. Ich hoffe, diesmal ein bisschen längeres Video. Es war okay für euch. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.